So, Inka haben wir reingehauen. Mal meinen eigenen Key. Haben jetzt irgendwie Randoms zusammen geschnappt hier. Haben sich nicht so krasse Leute angemeldet, aber ich denke mal, für einen 15er müsste es hoffentlich reichen. Also, ich hoffe es mal. Aber wir werden sehen, ne? Bowstring ist tatsächlich immer so eine Sache. Deswegen, ja, I don't know. Habe ich denn? Ach so, Typhoon habe ich dabei. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, der eine DH macht wesentlich mehr als der andere. Und der Hunter ist ein Gecarrieder. Hä? Ach so, wir können ja das Ding usen. Das können wir skippen. Scheiß drauf. Ich hätte die einen sonst noch gemacht, aber bleibt sich gleich. Hier unterschätze ich immer, wie viele Punkte du hinten noch machen kannst. Holy moly, okay. Auge plus Ding hat dann doch ganz schön reingezogen. Die kriegen die Augen aber echt langsam oben down, ne? Die porten sich zwar theoretisch auch mit, aber naja. Tickt der eine noch tot? Na komm, jetzt kann ich ihn schneller ziehen. Ja, das war jetzt nicht gut. Jetzt habe ich dafür nochmal CD'en dürfen. Achso, eigentlich hätte ich Inka jetzt sparen können. Fällt mir gerade auf für einen Boss. Der erste Boss ist nämlich tatsächlich mal ein bisschen ätzend. Der Heiler heilt das Ding immer nicht. Er lässt mich halt auf. Okay, jetzt hat er es ausgeheilt. Ach, wir haben den Rogue gepullt. Nur den halt noch ein bisschen drüber kriegen, weil der wird jetzt halt gleich boostern. Ah, das kicken wir noch. Ja, eigentlich wäre es jetzt tatsächlich... Warte mal, aber Bossbuff haben wir keinen, ne? Hey, danke dir fürs Followen. Kicken wir ihn noch weg, oder? Dann macht er seinen Cast nicht. Dürfte ja nur ein Rogue da sein. So, jetzt wäre es nur gut, wenn er mich ausheilt. 3, 2, 1. Ich habe den extra den anderen getauntet. Weil sonst spackt es dann teilweise immer echt ein bisschen rum. So, jetzt schauen wir mal. Zwei Midis kriegen es beide Movement. Technisch hin. Das ist immer der Melee-Killer, der Boss hier. Also es ist jetzt nicht ultra schwer als Melee, ne? Aber oft sind die Leute halt einfach zu blöd tatsächlich. Also, ja, Blitzschild-Boys. Okay, den Hund hat er gekillt. Ihn mal einen Ticken weg von dem anderen, weil meine Cleave-Dinger sind relativ weit. Und nicht, dass ich da rein cleave, beziehungsweise die anderen auch. Im Moment sieht's gut aus, ne? Aber es ist jetzt auch, wie gesagt, kein Boss-Buff. Da ist das dann alles kein Stress. Und ich habe sogar geschafft, HT zu ziehen. Ich vergesse es sonst tatsächlich immer. Da hätten wir jetzt eigentlich auch ein bisschen weggehen können, aber gut. Wie gesagt, kein Boss-Buff, so auf den anderen. Na, der eine, der hat sich schon ein bisschen wegschoppern lassen, aber dafür hat er Live-Pakun bekommen. So, da gehen wir jetzt raus. Warte mal, hat mich da etwa... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mich eins getroffen hat, aber es hat halt, ne? Genau, lauf halt in uns rein, wenn du das Ding hast. Gute Idee. Volle Punktzahl. Ach, jetzt geht das Schild nicht. Aber warte mal, komm, ich bin Tank, oder? Das juckt mich nicht. Ist gerade weggegangen, ne? Habe ich schon drauf gepokert. Aber ich war bei 59k mit meiner E-Gear gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich auch keine Inka hätte. Hunter habe ich abgezogen, das ist halt irgendwie nicht so geil. Mit Inka und allem ready. Ja, vielleicht wären wir sogar über die DHs gekommen. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich den schnell umdrehe. Ohne, dass wir hier in das Ding reinkommen, weil der brefft. Mal. Dass ich den immer ein bisschen wegdrehen kann. Also das Spalten hast du auch, aber den Breath halt vor allem von diesem komischen Korolusk. Ach komm, da ziehen wir jetzt den Umhang nicht für.
Theoretisch kann man mit dem auch gleich skippen. Die musst du nicht unbedingt machen, die Mobs da oben. Am Ende hast du ja dann auch noch mal ein paar. Hier würde ich mir manchmal mehrere Range-Fähigkeiten wünschen. Ich bin jetzt im Überlegen, die einen, die können wir eigentlich nur machen. Ah, fuck it, da muss ich hier raus. Huh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 u
Was mit dem gleichmäßigen Runterklopfen klappt auch nicht so ganz, ne? Wobei, wahrscheinlich ist es bei denen gar nicht so schlecht. Warte mal, die kann ich jetzt noch kicken? Jetzt haben wir nichts mehr, ne, zum Interrupten. Blöderweise. Okay, den hat er noch gekickt. Ah, das klappt aber schon ganz gut. Kann man jetzt nichts sagen. 3, 2, 1. Ich hoffe, dass sie jetzt alle an den Rand kommen. Macht nämlich tatsächlich recht viel aus, dass du den Käse hier an einer Seite von dem Raum hältst. Finde ich immer ganz gut. Okay. Ah, super. Jetzt war der dahinter gestanden. Jetzt kotzt er halt einmal komplett durch den Raum. Wenn alle vor dem Boss stehen, ist halt ideal, ne? Dann kotzt er nämlich halt immer dahin. Dann hast du da gar keinen Stress. Kommt da gleich der Boss hier von hinten. Ja, wenn ich ein bisschen cleaven kann, dann hole ich die DH schnell auf, ne? Viel fehlt mir nicht. 3-4K. Läuft halt meine Inka ins Leere. Eigentlich war das jetzt ein bisschen dumm, was ich getan habe. Da an die Inka zu ziehen, war jetzt halt ein bisschen wasted. Die hätte ich am Schluss ziehen sollen. Okay, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir uns umdrehen. Und, hat's wer verkackt? Ne, jetzt haben sie alle umgedreht. Not schlecht hier. Not bad, wollte ich sagen. Wurde halt irgendeine Mischung draus. Ja, die blöden Wolken. Schauen wir mal, dass wir das da mit dazu ziehen. Ich kann den theoretisch raus desorientieren, aber der war jetzt schon fast down. Das hebe ich mir hart auf, wenn es ein bisschen enger wird. Der andere will ihn rauskicken und sie stunnen ihn da drin in der Grütze. Jetzt kann ich überlegen, ja, ich denke mal beim nächsten Boss ziehe ich dann nochmal HT. Ah, da drüben spawnt er. Zieh denn da mal ein bisschen raus. Oder auch nicht. Oh, jetzt dachte ich fast, dass es nicht gereicht hat, ne, mit dem Umdrehen. Ich war so komisch seitlich gestanden. Komm, diesmal tun wir das orientieren. Ah, okay, er war so schnell draußen. Bitte jetzt einfach nicht nochmal abtauchen. Danke. Ich glaube, er macht es eh nur dreimal. Eigentlich könnte man die auch zusammen machen, ne, die vier Mobs, aber gut, egal. Mir ist ja wurscht, ob das ein Doppel-, Triple-Chess oder irgendwas wird, Hauptsache hier durch für Weekly und fertig ist, ne. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Was lustig wäre, die Mobs mal zusammenzunehmen und während mit den Mobs da durchzulaufen, aber ich glaube, da wird es einige zerbreseln, schätze ich mal. Diesmal nutze ich den einen Mob und schaue, dass ich mit dem dann danach das Zeug skippen kann. Vielleicht gehen wir da mal raus aus dem Auge. So, jetzt ist Movement gefragt hier. Sollen wir es ganz gechillt machen? Kannst eigentlich fast stehen bleiben und einfach nur warten, dass du da... den kannst du holen und den hier. Haben wir die beiden und dann mach das jetzt hier, ne? Ohne großen Druck, gechillt durch. Hütet euch. Die einen Mobs lasse ich absichtlich stehen, dass keiner auf den Obelisken drückt. Weil den will ich dann danach machen. Wie viel Prozent haben wir denn eigentlich? 51. Was jetzt nicht so viel ist. Hey, grüß dich. Ja, soweit schon. Wenn ich jetzt durch den Key noch chillig durchkomme, aber das sieht ganz gut aus, dann ist auf jeden Fall alles tutti. Dann habe ich nämlich für die Woche fast alle Sachen erledigt. Arena muss ich dann halt noch machen, aber da muss ich nur einen Win schnell machen. Und danach mal schauen, ob wir noch was finden.
Der eine muss sich jetzt gleich herporten. Jetzt hat er sich da drüben hingeportet, weil der eine Dude da hinten stand. Ich hasse dich. Warum? Warum musste der Heiler da hinten stehen? Vor allem, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir den noch ein bisschen anhitten. Ja, was ist... Okay. Der muss jetzt hier... Ich habe mir jetzt ein paar von den Voids gefressen, weil ich den gemarkt habe, ne? Das war jetzt nicht gut. Weil ich habe keinen... Ich habe das Marken nicht gebindet. Ich müsste mir das mal binden, tatsächlich. Wäre gar nicht so verkehrt. Ach, die Booster, nicht? 3, 2, 1. Jetzt hoffe ich, dass sie sich vernünftig verteilen, ne? Die wieder HT hierfür. Hab halt wieder keine Inker für den Boss. Okay, der erste steht schon mal drin. Okay, der steht auch drin. Steht keiner, aber okay, da sind jetzt zwei hingelaufen. Okay, die machen anscheinend ihr Ding. Bro, warum läufst du raus? Oh, Alter, der ist schon fast voll. Oh mein Gott. Jetzt darf halt nichts mehr durchgehen, ne? Wenn's ein Tick nur durchgeht, dann macht er Big Boom und es ist Feierabend. Da drüben ist Nummer 1. Okay. Haben wir gerade nochmal Glück gehabt hier. Okay, wir sind bei 66%. Na super, da haben wir ein bisschen zu früh hier. Also wir müssen da hinten jetzt noch einiges an Trash machen. Weil wir haben am Anfang halt ziemlich viel ausgelassen. Ich hoffe, das reicht jetzt, ne? Weil ich war hier immer am Ende bei zu viel Trash. Deswegen dachte ich mir jetzt mal, ich lasse mal einiges aus. Und ja, mal gucken, ob sich das rächt, weil es, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn die komplette Instanz wegen einem Trash-Mob oder so zurücklaufen muss. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. Es könnte aber sein, ne? Weil da werden wir jetzt auf knappe 70% kommen. So viel kommt jetzt tatsächlich nicht mehr, ne? Ich, das jetzt so, ich weiß nicht, die Boss dann die auch? Wahrscheinlich schon, ne? Erstmal die kleinen Mobs hier weg. Dann ziehe ich den Dude mal. Tut die komplette hier hinter. Weil du kannst, glaube ich, durch alles durchlaufen. Wurde mir zumindest gesagt. Ohne, dass du zurückgeschleudert wirst. Also ich laufe jetzt einfach mal hier rein. Ja gut, es juckt halt alles nicht, ne? Das ist schon nice. Weil ich wurde jedes Mal angemotzt, warum ich hier mit dem Typen nicht komplett durchlaufe. Den da am Anfang kannst du dann auch sparen. Dann können wir ja direkt zur Kugel gehen eigentlich. Weiß gar nicht, ob die... Aber die Kleinen dürften ja jetzt nicht boostern, oder? Hoffe ich zumindest. Ah, da kann er mich jetzt mal hochhalten. Ich habe nur den einen Gammler. Jetzt habe ich beide meine... Okay, das haben wir schon mal. Ich hoffe, die Booster nicht. Ich hab echt keine Ahnung, ob sie das tun. Aber also wenn die Booster, dann wäre es verrückt. Der Hunter hat das gut gemacht, muss man sagen. Also ziehe ich alle Mobs von ihm weg. Okay, hier haben wir schon mal den ersten Kugelwächter.
Ah, fuck, der Kugelwächter hat's gekriegt. Ich muss den Kugelwächter ein bisschen wegziehen. Fuck it, okay, ich habe die ganze Zeit die Effekte drauf. Warte mal, ich zieh mal das. Wir müssen den Kugelwächter töten. Was, PvP kannst du heute wieder knicken? Inwiefern? Ja, wir müssen den Kugelwächter töten, Leute. Den müssen wir eh töten. Außer ich ziehe ihn halt ganz da hinten, dann adden wir wieder arsch viele Mobs. Okay, der Monk. Okay, der hat das jetzt. Wir müssen den Dude machen da hinten. Leute? Da ist noch der eine Dude, oder? Das ist die Spinne. Ja, aber jetzt haben wir nicht genug Trash, oder? Wir brauchen noch 15%. Wir müssen den eh machen. Bringt denn deren Prozenten? Steht irgendwie gar nichts dran. Habe ich das Addon nicht mehr oder bringt der einfach keine Prozente? Dann glaube ich zu viel ausgelassen. Ja, super, jetzt ist der mit dabei. Ich wollte die extra hochpullen. Aber das wird halt auch nicht reichen, ne? Dann der Boss noch. Ja, ich habe zu viel ausgelassen, weil wir vorne die jetzt auch geskippt haben. Da gibt es auch nochmal ein, zwei große Mobs, die man hätte mitnehmen können. Gut, ich weiß nicht, ob die jetzt auch noch was bringen, ne? Eins, ah doch, die bringen auch noch was. Dann könnte es vielleicht sogar reichen. Können vielleicht sogar, wenn ich jetzt für den nochmal 5, ja, das reicht sogar. Weil die bringen alle 1, irgendwas hier. Ja, das reicht. Jetzt haben wir den Boss auch noch. Ich hätte sogar noch mehr skippen können, ne? Ich bin über. Ja gut, die eine Putt hätten wir vorher vielleicht dann sogar noch auslassen können. Weil die bringen jetzt alle 1,8. Also haben wir hier etwa 5% wahrscheinlich mit denen hier. Und dann die Spinne bringt ja auch nochmal was. Oder das war doch, die Spinne hatten wir noch nicht. Weil der kommt jetzt dann gleich mit in den Bosskampf. Ich weiß nicht, ob das dann eher ätzend wird. Wahrscheinlich ja. Aber ich habe alles, gleich habe ich auch wieder Ding ready. Machen wir gleich mal. Ja, das ist, glaube ich, Standard-Interface, dass der Schaden über den Gegner angezeigt wird. Also da musst du mal... Muss mal unter... Interface... Hier, Spiel war das. Ich glaube, Kampfanzeige. Irgendwo so musst du rein, aber genau weiß ich es jetzt nicht. Ich kann nach dem Key mal noch gucken. 3, 2, 1... Jetzt kommt halt hier die Spinne auch noch raus, ne? Wir haben einen Herzsucher und die Spinne. Seuchenärztin ist auch noch am Start. Und zum Glück habe ich jetzt meine Explo hier noch. Also so viel kannst du gar nicht interrupten. Achso, der eine Voodoo-Dude ist noch gar nicht down, sehe ich gerade. Okay, die Spinne. Aber die Spinne kannst du immer easy mit irgendwas anderem zusammen machen. Gut, jetzt habe ich hier alles rausgeklopft, was ich so CD-technisch habe. Aber das ging jetzt recht gut. Wenn wir schnell sind, kriegen wir vielleicht sogar noch Double hin.
Aber wir haben overcapped. Also ich kann tatsächlich immer so viel skippen. Ich kann sogar die eine Putt, ne? Ich habe ja die eine Putt, die kann ich theoretisch sogar auch noch skippen. Die ich bei vorm zweiten Boss, da lief ja dieser Kokolust-Tube hoch und runter. Den brauche ich theoretisch auch nicht machen. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie weit er in den Bossraum reinläuft, ne? Also, ist halt die Frage. Aber viel mehr sonst. Ich bin mir überlegen, was ich hätte sonst noch skippen können. Sonst wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Noch mehr rausnehmen. Hier haben wir die Seuchenärztin. Gut, man hätte vielleicht, naja. Nee. Naja, eigentlich habe ich alles geskippt, was man so skippen kann. Also mit den, gut, man hätte sich vielleicht noch einen von den Dingern aufheben können, noch weiter irgendwo durchskippen, aber ja, keine Ahnung. Ach der, ach wir haben denn. Stimmt, ich habe am Anfang ja mein Ding HT gezogen, aber ich hätte ja auch. Ah, hier ist auch noch diese Seuchenärztin. Ich hätte ja auch Dings ziehen. Wir haben einen Hunter, der auch ein HT ziehen kann. Ein stärkeres. Jetzt kann ich in einem stehen bleiben, oder? Weil ich werde jetzt eh hier 90% weniger Schaden. Ja, jetzt ist eh alles easy. Eine Minute irgendwas haben wir noch. Ja, das kriegen wir hin, oder? Hier mit. Jetzt können wir nochmal Inka reinziehen hier auf die letzten paar Sekunden. Wunderbar. Noch gedoubled hier. Gut. Bringt natürlich überhaupt nichts, ne? Außer, dass ein Item, glaube ich, mehr drin ist. Was ich wahrscheinlich nicht brauchen werde. Nein, brauche ich nicht. Solange es nicht corrupted ist. Was haben die anderen so gekriegt? Beine. Oh, der eine hat sogar einen Corruption-Teil gekriegt. Kritische Heilung. Naja, und Schaden. Auch nicht so geil. Gut, sind wir durch. Er tradet mir das. Okay, nee, will ich nicht haben. So, okay, raus aus dem Laden. Dann sind wir wieder fertig mit dem Key. Für die Videos dabei waren. Noch einen schönen Abend. Euer Tela. Ciao.